Es ist eine Veranstaltung der Spielautorenzunft des Friedhelm-Merz-Verlags. Medienpartner ist die Spielbox und mein Name ist Sebastian Wenzel. Ich bin freier Journalist. Und neben mir begrüße ich zum einen den grünen F-Fetischisten Friedemann Friese. Hallo. Hallo. Hat schon ganz viele Spiele gemacht. Fauna, Fische, Fluppen, Frikadellen, Funkenschlag, sicherlich dein bekanntestes in der Szene. Dein vielleicht wirtschaftlich erfolgreichstes war vielleicht der eher Fauna. Nee. Also Funkenschlag ist schon auch okay. Der Hit. Und jetzt hier ein Essen, Funkenschlag Deluxe, ganz neu. Auf der anderen Seite begrüße ich Klaus-Jürgen Wrede. Der ist bekannt für Carcassonne, ein Spiel, das wahrscheinlich hier jeder kennt. Der Ablauf der Veranstaltung ist folgendermaßen, dass wir hier mal fröhlich vor uns hin plaudern. Es soll aber nicht so sein, dass wir euch nur beschallen, sondern wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch jederzeit melden und direkt mit den Autoren auch ins Gespräch kommen. Bitte warten, bis jemand mit dem Mikrofon kommt, dass wir dann den Ton auf dem Video auch ja, in guter Qualität haben. Ich gehe mal davon aus, dass alle hier im Saal wissen, was Funkenschlag und was Carcassonne ist, aber wir werden es ja wie gesagt auch ins Internet stellen, vielleicht wissen es ein paar Leute nicht. Deswegen mal ganz kurz die Frage, Klaus-Jürgen Wrede, Funkenschlag, was ist das für ein Spiel? Ein Spiel, das ich sehr mag, muss ich erstmal vorweg schicken, auch wenn ich es länger nicht gespielt habe, ist schon eine Zeit her. Es ist ein Versteigerungsspiel, würde ich sagen, bei dem man Städte ans Stromnetz anschließen muss. Genau. Reicht auch erstmal schon mal. Friedemann, was ist Carcassonne für ein Spiel? Ja, Carcassonne ist primär erstmal ein Plättchenlegespiel. Es ist einfach von dem, wie man sieht, aber es geht halt schon darum, die Plättchen eben entsprechend so zu legen, dass man die meisten Siegpunkte damit kriegt. Und genau da fängt dann der Reiz des Ganzen an, dass eben die Platzierung der Figuren eine wichtige Rolle spielt, weil man nur eine limitierte Anzahl hat und eben genau dieses Element, was so verbindet, was eben den Hit ausmacht, dass es sowohl diesen puzzle-ästhetischen Aspekt hat, aber als auch diesen spielerischen Aspekt, also den für viel Spieler-Aspekt, so dass man auch richtig gemein gegeneinander spielen kann. Carcassonne ist ja nicht nur ein Spiel, sondern es ist inzwischen ja eine ganze Familie. Es gibt zum einen gefühlt 10.000 Erweiterungen für Carcassonne. Es gibt ein paar große und ganz viele kleine Mini-Erweiterungen. Es gibt aber auch eigenständige Carcassonne-Spiele. Macht dir das noch Spaß, immer wieder neue Carcassonne-Spiele zu entwickeln? Ich bin überrascht, dass es mir immer wieder Spaß macht. Es ist immer so phasenweise. Manchmal denke ich dann, jetzt ist mal gut und dann setze ich mich wieder dran und dann kommen auch überraschenderweise immer dann mehrere Ideen wieder oder je nach Thema. Also jetzt bei Goldrausch ist es eben dieses Goldgraben. Wie ich da rangehe, kommen dann schon immer wieder Ideen und das Grundsystem ist ja eh klar und kommt überraschenderweise immer wieder was, ja. Wenn du jetzt, ich sag mal, ein eigenständiges Carcassonne-Spiel entwickelst, was muss das denn auf jeden Fall haben, dass es noch Carcassonne ist? Also was ist der Markenkern von Carcassonne, der auf gar keinen Fall in irgendeiner Erweiterung oder im eigenständigen Spiel fehlen darf oder verändert werden darf? Also einmal das Legesystem natürlich und das System, eine Figur einzusetzen auf diesem Plättchen. Auch die Grundstruktur des Plättchens, denke ich, sollte man jetzt nicht großartig verändern. Es ist ja eigentlich in allen Erweiterungen und eigenständigen Spielen auch so, bis auf ja, die Stadt und die Burg vielleicht. Obwohl wir jetzt hier auch gerade halb und halb diese Dreiecksplättchen eingeführt haben. Ja, wobei die Struktur bleibt ja auch gleich. Und da kann man vielleicht abstrahieren, diese Hälfte, das ist ja auch gerade dann der Reiz, das da an Stellen etwas zu durchbrechen. Aber so dieses Grundsystem Plättchen legen, auf das Plättchen was setzen, wobei das ja auch in Goldrausch ein bisschen durchbrochen wird durch diese Goldgräberzelte, ich weiß nicht, wer es kennt schon, kann man ja auch sich in fremde Gebiete einhacken, wollte ich jetzt schon sagen, reinsetzen und da was abgraben. Davon lebt es ja auch, diese kleinen Änderungen, aber grundsätzlich das abstrakte System sollte bleiben. Wir haben ja jetzt gerade schon gehört, dass es ganz viele Erweiterungen gibt zu Carcassonne, die ja tatsächlich auch den Grundmechanismus ein bisschen verändern, dem was hinzufügen. Bei Funkenschlag gibt es ja auch viele Erweiterungen. Das sind, jetzt mal böse gesagt, einfach nur andere Karten, die natürlich auch ein bisschen nochmal den Spielmechanismus verändern, aber ich würde sagen, nicht so ein starker Eingriff sind in den Spielmechanismus wie bei Carcassonne-Erweiterungen. Machst du es dir da besonders einfach oder machst du es dir gerade besonders schwer, weil du ja trotzdem ein neues Spielgefühl erzeugen willst wahrscheinlich? Ja, also die Geschichte ist erstmal die gewesen, dass diese neuen Karten auch die Entstehungsgeschichte dazu war, dass halt Partner
dazu kamen aus den entsprechenden Ländern. Das heißt, am Anfang war es halt Frankreich, Italien, eine Anfrage, das ist nichts geworden aus der Partnerschaft, aber dafür habe ich halt diese beiden Pläne entworfen. Und da habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das jetzt das Spielgefühl entsprechend verändern musste. Die sind auch noch relativ basic, dass nur das ausgetauscht wird, aber im Verlaufe der Geschichte von Funkenschlag, die jetzt mit der Version draus ist, mit dem jetzigen 10-jährigen Jubiläum, ja jetzt 10 Jahre ist, wurden die Änderungen auch immer massiver, die ein neuer Plan gemacht hat. Aber es ist mein persönlicher Geschmack ist halt der, dass wenn ich ein Spiel habe und eine Erweiterung habe, dann möchte ich diese eine Erweiterung mit dem Spiel zusammen haben. Und ich persönlich mag es halt nicht, dass ich, wenn ich dann 3 Erweiterungen habe, irgendwie im Internet oder in der Anleitung genau lesen muss, welche Plättchen mit welchen Plättchen jetzt und welche ich rausnehmen muss. Das gibt's ja auch, also das ist bei Carcassonne jetzt nicht ganz so, aber es gibt es eben, ne? Also es gibt dann auch schon dieses Gefühl dessen, dass ich mich da völlig reindenken muss, wie ich jetzt dies best kombiniere. Bin aber trotzdem auch in diese Falle gelaufen mit der Erweiterung, die neuen Kartenstapel hatte. Da musste ich dann plötzlich auch die Fragen beantworten, wie ist das jetzt eigentlich mit Erweiterung China zusammen mit dem neuen Kartenstapel? Und das musste dann ja auch erarbeitet werden. Wie macht ihr das denn bei Carcassonne, wenn ihr jetzt eine neue Erweiterung auf den Markt bringt? Testet ihr die dann in Zusammenspiel mit allen möglichen anderen Erweiterungen? Das geht doch gar nicht, oder? Flächendeckend geht das, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Wir versuchen das schon möglichst weitgehend abzudecken, aber es kommen dann immer noch natürlich Probleme oder dass es irgendwo, was ist denn, wenn das Katapult mit dem Schwein und dem Turm oder was auch immer. Das kann man irgendwie nicht. Ich bin auch gar kein Freund davon. Es gibt viele Fans, die sagen, wir spielen immer 3 Grundspiele mit allen Erweiterungen oder so. Wer es mag, ist schön. Aber ich sage immer, ich würde immer das Grundspiel und 1-2 Erweiterungen, vielleicht ist meine persönliche Meinung. Aber es ist ja ein offenes System und jeder kann das so machen, wie er will. Aber es wäre meine Empfehlung. 2, höchstens 3 Erweiterungen, mehr würde ich da eigentlich nicht rein. Was muss denn eine Funkenschlagkarte haben, also eine neue Funkenschlagkarte, dass du sagst, okay, die lohnt sich jetzt mal auf den Markt zu bringen? Also inwieweit muss die das Grundspiel variieren oder verändern? Oder reicht es einfach schon dadurch, dass man neues Land hat? Naja, inzwischen ist, man lebt ja auch mit der Erwartungshaltung der Kunden. Und da die Veränderungen ja immer massiver geworden sind, hat man sich da ja selber auch eine gewisse Erwartungshaltung geschaffen. Erstmal die erste Überlegung bei einer neuen Karte ist halt auch immer, was ist noch nicht abgedeckt, weil es bei Funkenschlag ja relativ einfach ist, zu sagen, ja okay, ich gucke mir die Weltkarte an, welchen Markt sozusagen, welchen Strommarkt haben wir jetzt noch nicht abgebildet, was gibt es jetzt noch nicht, ne? Also offiziell, inoffiziell gibt es ja einiges mehr. Und dann geht es halt dran, genau da, ja, es ist ja in dem Fall, wird die Realität abgefragt, da wird halt geguckt, okay, in Australien, was ich dann gemacht habe, da gibt es gar kein zusammenhängendes Stromnetz. Das heißt, dann ist auf der Funkenschlagkarte auch kein zusammenhängendes Stromnetz da. In Indien gab es halt immer wieder diesen Fall der Gefahr, dass dann der letzte Stromausfall in Indien im Stromnetz waren 400 Millionen Menschen ohne Strom, weil das Stromnetz zusammengebrochen ist. Das muss ich natürlich mit reinbringen dann irgendwie. Okay, aber das ist schon was, wo du sagst, naja, es muss ein Markt sein, der irgendeine Besonderheit hat und nochmal so einen neuen Dreh in das Grundspiel reinbringt. Oder? Ehrlicherweise hat jeder Markt genau das. Also, die Realität ist da sehr nett zu mir, das ist halt einfach, man guckt sich das an und sagt, an dieser Stelle gibt es halt, funktioniert es halt auch anders und dann wird es halt auch anders gemacht. Wie ist das denn bei Erweiterungen zu Carcassonne? Was muss eine Erweiterung haben, dass du sagst, die ist gut und da stehe ich auch dahinter? Es muss schon ein Element sein, was wieder so ein bisschen was Neues, Besonderes reinbringt. Vielleicht auch einen neuen Kitzel oder irgendwie sowas. Also jetzt in der Schafserweiterung dann zum Beispiel so ein bisschen so ein Zockerelement, wie lange erweitere ich die Schafsherden, wann kommt der Wolf. Oder also, dass irgendwas, das Grundsystem immer bleibt, aber das irgendwie angereichert wird oder so ein bisschen in eine andere Richtung das zusätzlich lenkt. So einen kleinen Kick. Welche Erweiterung gefällt dir denn persönlich am besten und welche überhaupt nicht? Oh, das ist schwierig. Da lachen schon alle, was ist los? Erwartung jetzt wahrscheinlich, dass ich das Katapult nenne. Nee, das nenne ich mal nicht. Das ist ja gar nicht erhältlich im Moment. Sehr gerne mag ich die Burgfräulein und Drache Erweiterung eigentlich. Die erste, denke ich, ist so ein bisschen, gehört für mich fast zum Grundspiel dazu, würde ich so sagen. Also sehe ich jetzt gar nicht so getrennt vom Grundspiel. Burgfräulein und Drache mag ich persönlich sehr gerne. Den meisten Spielern ist es, glaube ich, zu viel Glück und Einfluss und zu hart.
Und die letzte mag ich auch gern, die Schafe, aber viele andere auch. Friedemann, welche Karte gefällt dir gut, welche nicht? Ich habe durchaus eine gewisse Vorliebe für den Korea-Plan, wegen der zwei verschiedenen Märkte und auch hauptsächlich an der Stelle sehr lustig, weil ich ihn nicht beherrsche. Also, es ist so, es gibt relativ viele Spiele, wo ich dann auch gewinne, aber bei Korea war es wirklich recht häufig so, dass ich dann einfach das gespielt habe und gemerkt habe, mit dem normalen Gefühl, dass ich zu Funkenschlag, dass ich spiele, habe ich da gar keine Chance, es zu gewinnen. Also ich habe ja so aufgrund der jahrelangen Erfahrung, schaltet man ja auch manchmal den Kopf einfach raus und spielt das so komplett bauchmäßig und dann sitze ich plötzlich da und denke mir, ach ja, hier läuft es ja anders. Okay, aber du verstehst dein Spiel schon oder ist das, mein Spiel, klar, also das war quasi, weil du so in diesem Muster drin warst? Ja, und genau. Und das ist ja das, was ich auch was dann eben auch toll ist mit einer Erweiterung, wenn das sich plötzlich ändert. Man hat eigentlich Funkenschlag, aber plötzlich sitzt man da und sagt, oh, hier muss ich ja was anders machen. Gut, soweit mal zur Einleitung. Gibt es denn schon erste Fragen aus dem Publikum? Wenn ja, dann bitte melden. Wenn nein, dann einfach gleich weiter zuhören. Gut, machen nur wir mal. Zu. Ah, dauert immer ein bisschen, bis die Leute auftauen. Kriegen wir schon noch hin. Lass uns mal zu den Ideen kommen für neue Erweiterungen. Woher kommen die? Ja, viel durch Reisen. Carcassonne ist ja auch im Prinzip in Carcassonne oder in der Gegend entstanden. Also durch die Reise, indem ich diesen Katara-Kreuzzug nachgefahren bin und dann diese Landschaft so toll fand mit den Burgen. Und so ist es heute eigentlich auch ein bisschen. Also so durch Reisen und Länder. Jetzt ist ja diese Reihe Carcassonne Around the World. Das ist auch ein guter Anlass für mich, mal wieder zu verreisen ein bisschen. Halt die Welt, Glück dann die Reisekosten sind das nicht, müsste ich nochmal aushandeln. vielleicht kann ich was von der Steuer absetzen, ich weiß es nicht. Aber ja, da lasse ich mich sehr gerne inspirieren durch Länder, durch andere Eindrücke oder auch indem ich reise jetzt auch nicht überall hin unbedingt, also bei Rapa Nui zum Beispiel, dem Spiel, war ich jetzt auch noch nicht auf der Osterinsel, da möchte ich auch gerne nochmal hin, aber lass mich manchmal auch so einfach durch die Atmosphäre das Thema inspirieren. Friedemann, du hast ja eben gerade schon gesagt, dass es bei Funkenschlag unheimlich viele Fanerweiterungen auch gibt. Ist das was, wenn du jetzt einen neuen Plan entwickelst, was du dir anschaust und wovon du dich inspirieren lässt, oder machst du es so wie Michael Menzel, der hat ja die Legenden von Andor entwickelt und der spielt absichtlich keine Fanlegenden, weil er sagt, oh, nachher ist da ein Mechanismus drin, den ich gut finde und dann kann ich den aber eigentlich so nicht mehr verwenden, weil der stammt ja nicht von mir. Ich kann den Michael sehr gut verstehen, ich sehe das ähnlich. Also es ist so, ich weiß, dass es zu Großbritannien auch irgendwie eine relativ aufwendige Fanerweiterung gibt, auch mit Ereigniskarten und sonst was, das weiß ich wohl, dass das ist, aber ich habe mir die nicht angeguckt. Also ich habe dann erstmal, was ich dann schon mache, ist, nachdem ich die Städte ausgewählt habe, die mitspielen soll, dann gucke ich mir schon mal den Plan an, wie das jemand anders gemacht hat und gleiche das mal so ein bisschen ab, weil das ja meistens Leute sind, die aus dem Land kommen. Und dann ist es so, ach, warum habe ich jetzt eigentlich diese Stadt gar nicht genommen, die vielleicht irgendwie in der Wahrnehmung der Leute, die aus dem Land kommen, eine wichtige Stadt ist. Das kann ich ja nicht wissen. Also ich kann es ja kulturell gar nicht wissen, wenn ich jetzt... Also im Deutschlandplan war es total einfach und mit dem Amerikaplan habe ich das natürlich entsprechend, und das, die Sachen, die kann man ja auch mit den Partnern auch entsprechend abgleichen. Und da hat man ja natürlich auch Leute in den Ländern, die man fragt, ist das jetzt eigentlich eine gute Auswahl an Städten, die ich da genommen habe. Dann gucke ich schon mal drüber, aber erst danach. Aber kommt das dann manchmal vor, oder kam es mal vor, dass du eine Erweiterung entwickelt hast und veröffentlicht hast und sich danach dann jemand gemeldet hat und gesagt, naja, also die Idee hatte ich ja jetzt schon 10 Jahre früher. Ja, 10 Jahre nicht, es gibt ja erst 10 Jahre, aber... Nee, eigentlich nicht, dass ich mich jetzt erinnere. Also vielleicht kam es vor, ich hoffe, dass ich jetzt jemanden verärgere, den ich mich nicht erinnere, aber nicht, dass ich wüsste. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie da, da war niemand, der sich böse gemeldet hätte. Bei Carcassonne ist es ja ähnlich, da gibt es ja auch eine unheimlich aktive Community. Guckst du dir an, was die so treiben und machen, oder sagst du auch, nee, ich muss davon eigentlich Abstand halten, weil mich das sonst zu sehr beeinflusst? Ich versuche schon, da Abstand zu halten, weil es ist manchmal so, dass die sagen, ach ja, da, das hatte ich doch auch schon irgendwie die Idee oder so, auch wenn es nicht so ausgeformt ist. Aber deswegen versuche ich, das getrennt zu sehen und versuche einfach so für mich meinen Kram im stillen Kämmerlein zu machen und dann so, wie es mir gefällt. Wenn sich das dann überschneidet, da kriege ich dann meistens gar nicht viel von mit den Erweiterungen.
Du hast, was ich interessant fand, eben angesprochen, dass die ersten Erweiterungen, die vielleicht noch gar nicht auf den Markt kamen, aber ursprünglich entwickelt wurden, weil es neue Vertriebspartner gab in anderen Ländern. Inwieweit ist denn oder spielt die monetäre Überlegung eine Rolle dabei, ob man jetzt eine neue Erweiterung rausbringt oder nicht? Weil ich sag mal, es ist ja auch unheimlich bequem, man macht einen neuen Plan. Du wirst wahrscheinlich wissen, so ungefähr, wie oft der sich verkauft. Super, leicht verdientes Geld. Ja, es ist schon gut verdientes Geld, das muss man sagen. Es ist die Überlegung, aber es ist, kommt nicht die Überlegung des Geldes vorher. Es ist so ein bisschen schon so. Ich meine, die ersten Pläne waren halt, ich meine, das Grundspiel war Deutschland, USA, weil es halt zusammen mit dem amerikanischen Partner entstanden ist und auch entsprechend war klar, dann machen wir halt genau das so, weil es gibt zwei Sprachen, es gibt diese zwei Länder, in denen das erscheint und genau das machen wir, weil das ohne den Partner auch gar nicht möglich gewesen wäre, das so zu machen, wie ich angefangen habe. Und dann kam halt Interesse von anderen, was dann zu nichts geworden ist, die neue Version. Trotzdem ist der Frankreich-Italien-Plan entstanden daraus, weil dann hatte ich ihn für diese Zusammenarbeit und die Zusammenarbeit statt, fand nicht statt, aber dann habe ich gedacht, dann mache ich eine Erweiterung raus. Dann wiederum habe ich gesehen, dass sie sich gut verkaufen, habe ich gedacht, ja, dann kann man auch dabei bleiben, das ist ganz schön, das ist, ne, und die Leute, und gleichzeitig natürlich, es ist so schwer zu trennen, natürlich verdiene ich Geld daran, aber gleichzeitig ist es auch so, dann merkt man, dass die Spieler das ja auch wollen. Also es gibt ja dann auch immer die Leute, die sagen, ja, wie, ich dieses Jahr keine Erweiterung, ich sage, ja, ich habe Funkschleck Deluxe, ja, wie sieht es dann nächstes Jahr aus? Also es wird da schon auch drauf gewartet. Wie sehr darf man denn den Markt damit penetrieren? Also ich sag mal, wenn du jetzt im Abstand von 3 Monaten neue Pläne rausbringst, das wäre wär schwachsinnig, aber wie oft kann man sowas machen? Ich mache es jetzt einmal im Jahr. Also ich meine, ich weiß nicht, was da der beste Weg ist. Also ich habe schon von Leuten gehört bei einigen Spielen, dass es zu schnell war und also jetzt, aber mit dem einmal im Jahr, das klappt sehr gut. Das ist so, naja, dieses ganze Gefühl einfach aufrechtzuerhalten, dass das Spiel an dem Spiel weiter was gemacht wird, hat auch definitiv einen Einfluss darauf, dass das Funkenschlag weiterhin auch gekauft wird. Und ich muss auch sagen, es ist halt mit Familie, 2 Kindern auch ganz schön, sowas zu haben, was regelmäßig Geld bringt. Das ist extrem entspannend. Du warst ja früher Lehrer, Musik- und Religionslehrer und bist jetzt freischaffender Autor, einer der ganz wenigen in Deutschland, die das hauptberuflich machen. Wie ist das bei dir oder wie weit spielt da der monetäre Gedanke bei einer Erweiterung noch eine Rolle? Oder ist das bei Carcassonne, ich sag mal, verkauft sich eh so gut, dass du dir, also dass das kein Antrieb ist, um eine Erweiterung zu machen? Also das ist jetzt nicht der Grund, warum ich Erweiterungen mache. Ich glaube, wenn ich jetzt keine mehr machen würde, wäre es auch okay. Und deswegen, das ist nicht das Problem. Also ich glaube, ich hatte mehr vor der ersten Erweiterung, dachte ich, so als dann so viele Postkarten beim Verlag eingingen und wann kommt denn die erste Erweiterung, dachte ich, ist doch eigentlich gut so, wie es ist, das Spiel, warum eine Erweiterung so für mich? Und dann dachte ich aber, ja, eigentlich stimmt schon. Wenn ich Siedler spiele, dann habe ich da auch gerne immer das ein bisschen anders gespielt und mal eine Variante da, habe mir dann auch Erweiterungen gekauft oder immer lieber was Neues ausprobiert. Das ist halt so mein, bin halt dann auch kreativ oder neugierig oder so. Und dann war irgendwie auch das Eis gebrochen, dass ich dann dachte, ja, wenn die Leute das möchten und ich mache das ja auch eigentlich lieber so, dann gucke ich mal, was ist denn da noch so möglich? Und so ist es eigentlich heute auch. Ist dann auch immer jetzt auch wieder mehr, als wo ich mal dachte, ja, jetzt ist gut oder so mit den Erweiterungen. Aber jetzt durch die neue Reihe Around the World und so, dann kommen auch einfach viele Ideen wieder neu. Und das ist dann auch eine Herausforderung, dass ich gucke, was ist denn da noch möglich und hier noch? Und dann kommt einfach auch viel wieder. Wo geht denn die nächste Reise hin? Das geht Richtung Südamerika dann, ein bisschen. Kontrollierende Blick zum Verlag, ob ja, er das genau. Schon sagen. Da haben wir gar nicht abgesprochen. Spoiler. Ja. Okay. So Richtung Amazonas geht's dann. Gut, gibt es denn inzwischen Fragen aus dem Publikum? Hat jemand irgendwie eine Frage an die beiden? Wenn nicht, machen wir einfach mal so lange hier oben. Ja, doch, Marc. Hallo, ich bin Marc. Eigentlich an beide. Ich habe mal eine Frage, und zwar, wie ist das, wenn man ein Spiel hat, das Erfolg hat, worauf man sich auch, sage ich mal, ausruhen kann, ohne den Druck zu haben, dauernd was Neues entwickeln zu müssen? Und ist das kreativitätsfördernd, dass man bessere Ideen hat für neue Spiele? Oder
ist das irgendwie so ein, worauf man dann festgenagelt wird und alle Leute erwarten, dass alles, was danach kommt, so in die Richtung geht? Also ich habe das glücklicherweise gleich am Anfang schon gebrochen, indem ich Funkenschlag rausgebracht habe und das nächste Spiel war Fiese Freunde, fette Fäden. Damit war klar, der bleibt nicht dabei. Das war so weit weg voneinander. Das war, hat mich freier gemacht, weil ich wollte mich nicht darauf festlegen lassen. War das aber eine bewusste Entscheidung oder hat sich das eh zufällig ergeben, weil die Spiele... Zufällig ergeben. Es war dann schon so, dass die Leute natürlich gedacht haben, mach doch. Es ging ja schon, es fing ja sogar schon im ersten Jahr meiner Tätigkeit überhaupt an, habe ich Wucherer gemacht. Und als zweites habe ich Falsche 50er gemacht. Und dann kam einer, das passt ja gar nicht in das Profil deines Verlages. Und ich so, ich wusste gar nicht, dass ich ein Profil habe. So, wieso, du machst doch diese Kartenspiele. Und ich so, ich habe ein Kartenspiel gemacht. Ich mache nicht diese Kartenspiele. Und jetzt mache ich ein Wirtschaftsspiel. Also es war so, das will ich auch weiterhin haben, dass die Leute halt einfach überrascht sein dürfen, was in der nächsten grünen Schachtel ist. Ne? Ja, bei mir war es sicher so, dass viele Verlage dann auf mich zukamen auch oder dachten, ja, dann wir hätten auch gerne so ein Spiel wie Carcassonne. Und das ist aber wahrscheinlich auch schwer zu leisten, so eins nach dem anderen in der Art. Das nächste Spiel war bei mir ja auch ein ganz anderes, Krone und Schwert. Und da hatten, glaube ich, auch viele Schwierigkeiten mit von den Carcassonne-Spielern vielleicht. Das ist ja schon schwergewichtiger und mit Bündnissen. Kam sehr gut an, aber eben nur auch bei einer bestimmten, beim bestimmten Publikum. Und ansonsten, heute finde ich das sehr entspannend, dass ich kann machen, was ich will im Grunde genommen und habe ja auch jetzt die letzten Jahre, wir hatten eben auch kurz mal drüber gesprochen, die letzten Jahre jetzt weniger Spiele gemacht, sondern Roman geschrieben und das kann ich mir dann halt auch leisten und dann mache ich wieder mehr Spiele und dann schaue ich mal einfach. Ganz kurz noch, also es gab schon diesen Moment, wo man dann da sitzt und denkt, ja, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit wird das beste Spiel sein, was ich jemals erfunden habe. Also das heißt, alles, was jetzt kommt, ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit niemals mehr so gut. Das ist so ein Moment, der knickt einen schon ein bisschen. Also das ist schon so dieses, aber den habe ich dann schon auch überwunden. Uwe Rosenberg hat mal gesagt, dass er, nachdem er Bonanza entwickelt hat, es unheimlich schwer hatte bei Verlagen mit Kartenspielen, weil immer wenn er einen neuen Prototypen vorgestellt hat, haben die gesagt, ja, das ist ganz nett, aber Bonanza war besser. Ist das... Also vielleicht mal die Frage eher an dich, weil du bist ja Eigenverleger, du machst ja eh, worauf du Lust hast. Nein, aber war das was, womit du zu kämpfen hattest, nachdem Carcassonne kam, dass du dann irgendwie Prototypen vielleicht auch bei anderen Verlagen hast und gesagt haben, ja, ganz nett, aber Carcassonne ist besser. Ja, das ist sicher so. Also man wird schon, das meinte ich ja eben, jeder Verlag hätte dann schon gern sowas wie Carcassonne natürlich. Verstehe ich auch, aber... Das geht halt nicht, was Herr Friedemann eben sagte, das kann man nicht leisten auch und das wird wahrscheinlich mein Spiel meines Lebens zumindest sein und trotzdem mache ich dann das, was mir Spaß macht und wo ich denke, das könnte Leuten gefallen, ob das jetzt ein kleines Kartenspiel ist oder was Komplexeres oder was ganz anderes und dann gucke ich mal. Aber natürlich ist so eine Erwartung bei Verlagen dann da, das stimmt. Gut, hat denn sonst noch jemand eine Frage? Dann kommen wir mal zum anderen Thema, weil rein zufällig gibt es ja sowohl von Funkenschlag jetzt eine Neuauflage als auch von Carcassonne eine Neuauflage. Die sind grafisch überarbeitet, vom Material her ein bisschen überarbeitet. Bei Carcassonne wurde die Regel überarbeitet. Warum gibt es jetzt diese neue Funkenschlag-Ausgabe und wird die neue oder wird die Deluxe-Ausgabe, vielleicht mal als erste Frage, die neue Standardausgabe? Also ich beantworte erstmal die erste Frage. Es war mir klar, wenn ich ein 10-jähriges Jubiläum habe, dann feiere ich das mit was. Ne? Also es gibt die Deluxe-Ausgabe, weil es 10 Jahre Funkenschlag gibt. Bin in dem glücklichen Fall, dass ich zweimal 10-jähriges feiern kann, weil die Urversion von Funkenschlag 2001 rausgekommen ist und die dann überarbeitet 2004. Das heißt, 2001 habe ich mit den ersten Funken gefeiert, 2004, ne? Also 4 feiere ich 10-jähriges mit Deluxe. Und diese Frage, die jetzt immer kommt, was wird jetzt der neue Standard, wo werden die Erweiterungen jetzt so angepasst, das war vor der Messe dann auch schon so, wo ich sagte,
ich bin gerade dabei, ein Spiel zu veröffentlichen, ich weiß noch überhaupt nicht, was, ne? Also wo das hingeht, und es ist immer noch so. Es ist halt einfach, ich meine, ich wollte das Deluxe machen zum 10-Jährigen und besonders, ich wollte es auch machen, unabhängig von den ganzen Erweiterungen, indem ich nämlich einfach sagen kann, ich kann jetzt einfach den Müll rausschmeißen, weil der eigentlich thematisch sowieso nicht wichtig ist und das Erdgas sowieso wichtiger ist für den Strommarkt. Und ich wollte halt frei sein, das komplett machen zu können. Und ja, aber jetzt muss ich irgendwann mich dieser Frage stellen, aber ich bin jetzt noch auf der Messe, habe ich noch keine Lust. Genau, aber jetzt nochmal zum Nachhaken. Ich meine, das ist ja eine wichtige Marke für dich, Funkenschlag. Machst du dir dann oder hast du dir dann nicht vorher Gedanken gemacht, wie du jetzt damit umgehst? Weil das ist ja eine Frage, die naheliegend ist, ob jetzt, ich sag mal, diese neue Grafik oder dieses neue Material der neue Standard wird oder ob es beide Versionen parallel gibt. Also, es war mir ehrlich gesagt ziemlich egal erstmal. Also es liegt auch ein bisschen daran, dass ich seit, das zähle ich auch brav immer rum, um natürlich auch dieses Interesse zu erhöhen, seit 2,5 Jahren an einem etwas sehr, sehr großem arbeite, das mich sehr, sehr beschäftigt und an dem ich sehr hänge und das ich vielleicht schaffe, für nächstes Jahr fertig zu kriegen. Und deswegen ist das so ein bisschen so, jetzt mache ich dieses Funkenschlag und denke einfach gar nicht drüber hinaus, weil ich das machen will zum 10-Jährigen, weil ich einfach den Kopf dafür gar nicht frei habe, mir zu überlegen, wie es da weitergeht. Weil ich eigentlich so ein bisschen darauf hinfiebere, dieses, was ich seit Ewigkeiten dran sitze. Willst du mehr zu verraten? Nee. Gut. Wie ist das denn bei Carcassonne? Aber ihr macht euch wahrscheinlich oder habt euch wahrscheinlich im Vorfeld von dieser grafischen Neugestaltung schon Gedanken gemacht, wie es damit weitergehen soll. Also wird das wahrscheinlich jetzt die neue oder ist die neue Grafik, kommen jetzt alle Erweiterungen und Mini-Erweiterungen nochmal raus? Ja, das wird dann alles nach und nach umgesetzt. Es war schon eine schwierige Entscheidung. Also ich finde, man musste schon so ein bisschen auch in ein neues Jahrhundert fast, also in ein neues Jahrzehnt oder neue Jahrzehnte führen. Die alte Grafik war schon toll, fand ich. Also was die Doris da gemacht hat, ist super. Aber wenn ich es mir heute so angucke, so fast 15 Jahre später, dann ist das schon so ein bisschen altbacken, will ich jetzt nicht gerade sagen, aber schon so ein bisschen setzt schon etwas an. Und deswegen war schon die Überlegung, was setzen wir da jetzt um? Also setzt man nur jetzt das Cover um, was ich jetzt ganz toll finde mit dieser schrägen Schrift, so dynamischer und so ein bisschen wie eine Computergrafik, so eine hochauflösende. Also mir gefällt das sehr gut und ich finde, man muss das irgendwie anpassen und irgendwann muss man diesen Schritt gehen. In 10 Jahren, ich denke, Carcassonne wird es noch eine Weile geben und in 10 Jahren ist es noch älter und dann vielleicht sollte man dann jetzt diesen Schritt einfach wagen. Man kann es theoretisch auch kombinieren, weil die Rückseiten da sind, wer das machen will. Aber ich denke, die neuen Generationen werden dann einfach mit dem neuen Spiel groß und irgendwann, das ist immer bei jeder Umstellung, das war bei der Rechtschreibreform, ist es erst Theater mit allen, sicher ein unglücklicheres Thema, als hoffe ich, als Carcassonne jetzt. So ist es, jede Reform hat immer ihre Umstellungsphase und in 1-2 Jahren, denke ich, ist das vergessen und da muss man dann einfach durch. Und immerhin, die Männchen und Figuren sind immer noch aus Holz, nicht aus Plastik wie bei Siedler. Ja, da bleiben wir bei. Du hast es eben, also wenn jemand Fragen hat, ihr meldet euch einfach. Ich gucke immer in die Runde, solange sich niemand meldet, machen wir hier oben mal munter weiter. Du hast eben schon gesagt, dass Funkenschlag ja eigentlich gar nicht wirklich dieses Jahr seinen 10. Geburtstag feiert, sondern es so ein bisschen gemogelt ist. Das ist nämlich ja schon 2001 rausgekommen. Damals hat man ja die Verbindung noch selber gemalt mit Wachsmalstiften. Du hattest 2600 Exemplare produziert und hast die auch gar nicht alle verkauft. Zumindest hier, also inzwischen natürlich schon, aber auf der ersten Messe hier in Essen. Wieso hat sich das Spiel trotzdem, also wieso ist das so ein Dauerbrenner geworden? Weil ich sag mal, in der Neuheitenflut, das war damals ja natürlich anders, da war das noch nicht so, aber da würde so ein Spiel ja wahrscheinlich total untergehen und hätte auch gar nicht nochmal eine zweite Chance bekommen, so wie es Funkenschlag bekommen hat. Es hat sich schon so ein bisschen, es waren glaube ich sogar nicht mal 2600, 1600, ich weiß es aber nicht ganz genau, es war auf jeden Fall nicht viel. So, ich habe das gemacht und hatte dann auch, wie ich das immer gemacht habe, ich habe dann ein Spiel gemacht und habe dann, das habe ich dann gemacht und dann habe ich es vergessen im Prinzip, also dann habe ich mich ans Neue gesetzt. Also vergessen ist natürlich der falsche Grund, aber das hat dann doch schon irgendwie auch über den amerikanischen Markt Fans gefunden, die das auch extrem hoch bewertet haben und dann kam auch ein Verlag
an, der meinte, es wäre schön, eine neue, also ne, das nochmal zu veröffentlichen. Dafür habe ich dann diese Änderungen gemacht, für diese Verlagsumsetzung, weil klar war, wir wollen, dieser Verlag würde es gerne ohne das Malen auf dem Plan machen. Und dann war das aber bei dem Verlag geschoben für die, was weiß ich nicht, 2-3 Jahre. Und dann kam halt, kam halt Rio Grande an und hat gesagt, wenn der Verlag das jetzt gemacht hätte, hätte ich mitgemacht. Aber wenn du das nochmal machst mit der neuen Änderung, bin ich auch dabei. Und dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt habe ich wieder, das ist genau dieses, ich habe jetzt dran gearbeitet, ich habe keine Lust, da 2-3 Jahre drauf zu warten. Ich habe einen eigenen Verlag, ich habe sichergestellt, dass die Hälfte der Auflage schon, dass ich halt das produzieren kann, also mache ich's. Das war so ein bisschen so, ich habe das gar nicht wirklich gewollt. Und dann hat es bumm gemacht. Ne? Also es war schon ganz irre. Wir haben eine Frage aus dem Publikum. Ja, Martin Ebel, mein Name. Ich habe ein bisschen den Eindruck, aufgrund der Beobachtung, die ich in Spielekreisen gemacht habe, dass wir hier Vertreter von 2 geschlechtsspezifischen Spielen haben. Denn ich beobachte irgendwie, dass Carcassonne besonders gern von Frauen gespielt wird. Also ich gerade in der U-Bahn war, vor 2 Tagen haben ganz begeistert 2 Frauen über ihre neuen Carcassonne-Erweiterungen und so gesprochen. Und das sehe ich auch in anderen Spielegruppen. Während bei Funkenschlacht, da sind die rauen Manager am Werken. Und das wüsste ich einfach gerne mal, gibt es da so Untersuchungen, wie das Geschlecht spezifisch unterschiedliches Publikum anspricht? Kriegen wir so eine nette rosa Schachtel wie bei Dominion für Carcassonne? Da verrate ich noch nichts drüber, was da geplant ist. Ja, ich habe da keine Untersuchung gemacht persönlich. Ich habe schon den Eindruck, dass schon gerne Frauen das auch spielen, aber jetzt nicht mehr Frauen als Männer. Ich glaube, das ist in der Spieleszene ist nur eher Männer dominierend. Deswegen ist es vielleicht ungewöhnlich. Ich glaube, es ist schon vielleicht relativ ausgeglichen da. Auch dass eben Familien, Kinder spielen es halt auch sehr gerne, egal welchen Geschlechts. Ich denke, dass das liegt einfach an diesem puzzelartigen, konstruktiven Element, was es ja zunächst mal hat. Man kann es dann nachher sicher auch ganz anders spielen. Aber die Grafik, viele Dinge, Kriterien spielen da sicher eine Rolle. Aber ich denke schon, dass es... Also wir begeben uns natürlich bei dieser Geschlechterfrage auf ein gefährliches Terrain. Aber gerade bei digitalen Spielen ist es ja so, dass auch so Aufbauspiele eher von Frauen gespielt werden. Das kann man tatsächlich auch statistisch nachweisen. Frauen bauen lieber auf, statt aggressiv zu spielen. Ja, ich muss zumindest jetzt eine Anekdote loswerden, die vom Mittwochabend, wo ich dann mich seltsamerweise in einer Whiskybar wiederfand abends, nach dem Abendessen und bestellte dort meinen Single Malt, also zu dritt bestellte ihn, und dann kam der Barkeeper und meinte, meinen müsste ich nicht bezahlen, sondern der würde mir ausgegeben werden von diesen Herren da an der Theke. Und dann bin ich hin und habe ihn gefragt und meinte, ja, er wäre halt ein Distributor in den USA für die und sein Girlfriend würde Funkenschlag lieben. Und deswegen müsste er mir diesen Drink ausgeben. Also, schwer zu sagen. Also es gibt durchaus auch Frauen, die Funkenschlag sehr schätzen, weil das unterschätzt nicht, das muss ich immer wieder sagen, das unterschätzen die Vielspieler einfach ganz oft, wenn man Funkenschlag, da kriegt man eine Menge Geld, die gibt man an 3 Punkten aus, für neue Kraftwerke, für neue Rohstoffe, für ein neues Netz, und dann kriegt man wieder neues Geld raus. Das ist so simpel im Prinzip, dieses Prinzip. Das ist so Wirtschaft, das ist so marktwirtschaftlich orientiert, dass das auch Familien verstehen. Das ist immer so, ich meine, wir hätten nicht über diese 200.000 Funkenschlag verkauft, wenn das nur an Spieler gehen würde. Ne? Natürlich sind da jede Menge Elemente drin, die man geistig benutzen kann, um auch zu gewinnen, aber wenn die Familien das einfach spielen, und deswegen, klar, 2 Stunden spielen ist nicht jedermanns, jeder Frau Sache, aber... Ich wollte gerade sagen, wo man bei Funkenschlag ja natürlich auch viel rechnen kann und will, und gerade wie viel biete ich für ein Kraftwerk, ja, sehr wichtige Entscheidungen sind, wenn man... Ja, aber es sind wichtige Entscheidungen, wenn man als Spieler rangeht. Die spielen das einfach. Das ist, also wenn ich sehe das dann, ja, dann bieten sie halt was sie das Gefühl wert sind. Und irgendjemand gewinnt am Ende. Da ist niemand da, der in der Reihenfolge sich zurückfallen lässt, mal strategisch oder sowas. Nee, ich gebe einfach mein Geld aus, ich baue so viel Städte, wie ich kann, und dann gewinnt halt am Ende jemand. Und das ist völlig okay, die haben nämlich richtig Spaß dabei. Hat denn...
Hat denn noch jemand Fragen? Wenn ihr Fragen habt, dann solltet ihr jetzt die Gelegenheit nutzen, weil wir auch fast schon wieder gen Ende gehen. Wenn nicht, machen wir noch mal kurz hier oben weiter. Ich habe noch eine Frage zu der Carcassonne-App. Es gibt eine App von Carcassonne, die ich persönlich sehr, sehr gut finde. Und darin gibt es ja auch so eine Solo-Puzzle-Rätsel-Variante. Stammt die auch von dir? Hast du dir die auch ausgedacht oder stammt die von den Softwareentwicklern? Nee, das stammt nicht von mir. Ich bin auch so im Softwarebereich. Ich habe zwar eine Xbox und so, aber so Handyspiele und sowas, auch so Brettspiele auf dem PC oder Tablet habe ich nie so gerne gemacht, fand ich immer so ein bisschen steril, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde die Umsetzung sehr gelungen. Spielst du die auch? Dann, spielst du überhaupt noch Carcassonne? Nee, ich habe das, ja, Carcassonne spiele ich schon. Allerdings, wenn die rauskommen, die Sachen, spiele ich die eigentlich kaum noch. Es sei denn jetzt auf besonderen Wunsch, wenn jemand dann Goldrausch von meinen Freunden oder so kennenlernen will. Aber ansonsten spiele ich eigentlich immer die Carcassons, die dann noch nicht draußen sind. Ja. Warst du denn in die Entwicklung dieser App involviert oder haben die das gemacht, dir nee, präsentiert und da fertig? War ich schon involviert, also der Dirk hat mir, hatte selber auch kein iPhone, dann irgendwie das gegeben und getestet und mal geguckt und so, wie macht man das, was kann man noch ändern und so, das schon, also es ging schon, aber der Schwerpunkt liegt natürlich da in der Softwarefirma. Wird es denn irgendwann auch mal eine Funkenschlag-App geben oder sagst du, naja, dieses Versteigerungselement ist was sich digital so schwer abbilden lässt, was auch dann einen Reiz verliert, dass das eigentlich das falsche Medium wäre für dieses Spiel? Ja, also ich habe da scheinbar kein glückliches Händchen. Also es gab jetzt mehrere Ansätze, diese mehrere Dinge, also nicht nur Funkenschlag, von mir umzusetzen und alles ist irgendwann im Sand verlaufen. Und ich habe auch durchaus schon mal eine Funkenschlag-App auf meinem iPad gespielt, die in so einer extremen Beta-Version war, aber das ist dann, hat diese Firma sich auch irgendwie zerledert und da ging es da auch nicht weiter, also von daher, ja, ich weiß es halt nicht, weil es halt immer nicht geklappt hat. Gut, bevor wir zum Ende kommen, lass uns noch mal ganz kurz auf ein anderes Projekt von dir kommen, was ich sehr spannend fand, was jetzt nicht direkt was mit Funkenschlag zu tun hatte, nämlich das Freitagsprojekt, für alle, die das nicht kennen sollten. Friedemann hat, wie viele Jahre? Ganz ja, schön viel. Fünf Jahre, sich jeden Freitag. Welche Zahl fängt mit F an? Sich fünf Jahre hingesetzt, jeden Freitag, fast jeden Freitag, und hat eine bestimmte Zeitspanne an Spielen gearbeitet. Da sind auch tatsächlich ein paar Spiele entstanden, die auf den Markt gekommen sind, zum Beispiel Freitag, aber auch Schwarzer Freitag. Ja. Was war deine Intention, dieses Projekt zu machen? Und ja erstmal das. Die Intention war einfach, das zu machen. Also es war einfach eine Idee und wir waren einfach blödsinnig genug, sie zu machen. Also irgendwann habe ich gesagt, ja, das kann man ja mal ausprobieren. Also weil ich weiß, dass aufgrund einer einer Limitierung von dem, was möglich ist, auch im kreativen Prozess durchaus gute Dinge entstehen können. Weil ich kenne das so, dass Menschen, die dann jetzt kreativ werden wollen oder ne, das manchmal einfach auch deshalb nicht schaffen, weil sie sich nicht begrenzen können auf irgendwas, sondern sagen, ah, ich kann alles machen, ich bin jetzt kreativ, jetzt kann ich das Ganze und jetzt mache ich das und das und das und das kommt da auch noch mit rein und das funktioniert im Allgemeinen nicht, sondern es geht darum, man muss sich ganz oft einfach sagen, ich habe da jetzt eine coole Idee und genau da fokussiere ich mich drauf. Und ich habe halt geguckt, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich mich einfach sage, ich mache das nur freitags. Was passiert eigentlich mit mir und dem kreativen Prozess an der Stelle? Also schon so ein bisschen so ein Kunstprojekt. Was passiert sozusagen mit mir an der Stelle, wenn ich nur freitags daran sitzen darf und auch ne, muss die Zeit auch mitstoppen? Ja, muss auch. Die Zeit auch mitstoppen, ob es 5, 15 Minuten oder 5 Stunden waren, egal was mit F anfängt. Also so, das war schon strange. Also es war schon dieses, okay, ist wieder Freitag oder Mist, ich würde jetzt gerne weiter dran arbeiten, ich muss bis Freitag warten. Es kam beides, kam vor. Und dann dazu sitzen und denken, ja, natürlich arbeitet es im Kopf weiter, ich meine, ne? Aber wirklich dieses explizit, jetzt ist Freitag, jetzt setze ich mich dran und jetzt arbeite ich da dran. Mir fiel gerade eine Frage an, fühlst du dich denn nicht manchmal von diesem F versklavt fast? Also weil so fremdbestimmt durch, ich meine nicht die Titel, aber so in der Zeit, in allem. Ja, es ist so, wenn ich jetzt der Meinung wäre, ich müsste gucken, also ich habe das schon mal gemacht, habe dann gedacht, ich gucke mal ins Lexikon nach lustigen F-Wörtern und versuche dann ein Spiel draus zu machen. Das ist jetzt nicht irgendwie
Nee, es ist halt einfach, ich erfinde das, was ich erfinde und dann gucke ich, also die deutsche Sprache ist glücklicherweise da extrem viel besser geeignet als die englische Sprache. Also das ist, im Deutschen gibt es deutlich mehr F-Begriffe als im Englischen, die man benutzen kann. Die werden ja auch alle ausgebiebt. Ne? Ja gut, die F-Begriffe gibt es auch, aber... Aber das ist ja schon auch was, was dich so als Marke kennzeichnet. Also wir hatten ja im vergangenen Jahr auch ganz kurz mal über Autoren als Marke gesprochen. Ich würde sagen, du bist einer der wenigen Autoren, die tatsächlich eine starke Marke sind, einfach durch ihr Auftreten, durch diese F-Affinität. Hilft. Ja, ja, es ist einfach so, wenn man in einen Laden geht, wo eben... die Spiele auch geführt werden, also das, ne, plus der gut sortierte Fachhandel, von dem es ja nicht mehr, leider nicht mehr so viele gibt, aber dann haben die auch meistens so eine grüne Ecke. Ne? Also da stehen dann die Dinge halt beieinander. Ne? Das wird dann auch entsprechend so präsentiert. Ne? Weil das ist so. Warum denn eigentlich gerade grün und nicht blau, gelb oder rot? Ja, ich meine, jeder darf ja eine Lieblingsfarbe haben. Aber was gefällt dir, was gefällt dir so an dieser Farbe? Also warum diese Affinität zu grün? Also, das, ich finde das extrem schwer zu beantworten, warum eine Lieblingsfarbe ist. Warum finde ich grün toll? Ich meine, weil ich grün toll finde, das funktioniert doch nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, ich meine, natürlich weiß ich, dass das Grün das größte Spektrum in unserer Wahrnehmung hat. Das heißt, es gibt die meisten Grüntöne in der Wahrnehmung des menschlichen Auges im Gegensatz zu anderen Farbtönen. Das ist mir wohl bekannt. Ich weiß auch, dass farbpsychologisch sich grüne Schachteln nicht verkaufen. Wurde mir, es war auch so, ja, also das wurde auch schon mal marketingtechnisch ausgewertet und die grünen Schachteln liefen halt auch entsprechend nicht so gut. Ja, aber es ist mir... Frische Feuchtmoore in Friesland sind sicherlich auch geprägend gewesen. Ja, was auch immer. Gut, hat denn noch jemand eine Frage? Jetzt wirklich allerletzte Chance? Ja, hallo an den Herrn Wrede vielleicht. Die Schachtelgröße. 2001, wo das Spiel des Jahres wurde, war es ja, vorher war irgendwann mal Tikal und solche Sachen, das waren alles sehr große Schachteln, wo die auch sehr teuer waren. Und das Carcassonne war ja sozusagen dann um zwei Drittel kleinere Schachtelgröße alleine, Spiel des Jahres gewesen. Und auch, ich glaube, man konnte es um die 10 Euro an jeder Tankstelle kaufen, eine Zeit lang. Inwieweit sind diese äußeren Faktoren in diesem Umfeld, dass eben es große Schachteln gab und recht teure Spiele im Vorfeld, haben mit zum Erfolg beigetragen. Das ist ja dann auch innerhalb kürzester Zeit stand dann drauf, so und so viele Millionen Mal verkauft und auf jeder neuen Auflage dann wieder eine Million mehr oder so. Ja, wir haben natürlich nicht geplant, jetzt was muss man für eine Schachtel machen. Wir haben auch nicht jetzt geplant, das Spiel des Jahres zu machen. Es ist halt so passiert und es ist toll so und es hat mich selber überrascht, tut es auch heute immer noch, wenn ich mich frage, warum sitze ich hier eigentlich. Es ist schon toll, finde ich, aber es ist jetzt nicht so, dass wir überlegt haben, wie groß muss die Schachtel sein, damit es ein Spiel des Jahres wird oder so. Man will ja auch nicht Luft verkaufen. Also vielleicht hätte man, es liegt aber auch an den Stanzbögen. Die mussten halt eine bestimmte Größe haben. Dadurch ist das dann etwas vordefiniert, sonst braucht man wieder so viele Stanzbögen, dass es dann zu dick wird. Und das war eigentlich die optimale Form für das Spiel, so vom Zählbrett und von den Stanzbögen und die Teile, dass sie reinpassen, dass nicht zu viel Luft drin ist. Man will ja auch als Spielesammler, viele Spieler sind ja auch hier, sehe ich, die kennen das Problem ja auch mit dem Platz und den Schachteln, auch wenn ich mir hier auf der Messe Spiele kaufe, dann, so eine dicke Schachtel, wo bringe ich die denn wieder unter? Und deswegen natürlich immer gerne möglichst klein, aber das ist, denke ich, die optimale Größe für Carcassonne. Hat noch jemand eine Frage? Wenn nicht, noch mal kurz eine Frage an dich, Friedemann, zum Abschluss. Du hast neulich bei den Bretterwissern, das ist ein Podcast im Internet, gesagt, dass du in Essen mit Hunderten von Spielen nach Hause fährst in deinem Auto. Welches Spiel ist dein persönlicher Geheimtipp auf der Messe, den man sich vielleicht noch anschauen sollte oder den man sich, wenn man das jetzt im Internet anschaut, noch irgendwie organisieren sollte? Ich habe genau diese Frage gestern abgelehnt bei einem anderen Interview. Es ist halt so, seit Jahren spiele ich eigentlich in Essen nicht mehr. Ich habe einfach andere Dinge zu tun und ich brauche das, dass ich diese, in meinem Auto befinden sich jetzt ungefähr 120 Neuheiten.
Die fahren halt morgen schön mit nach Hause und dann habe ich dort mein Messegefühl am Montag. Aber gibt's? Aber gibt's ein Spiel, das dich, warum auch immer, wegen des Themas, wegen des Mechanismus besonders reizt, was du dann vielleicht zum Beispiel am Montag als erstes dir anschaust? Nein. Wie ist das denn bei dir, wenn du hier in Essen bist? Schaust du dir noch neue Spiele an oder bist du vor allem beruflich unterwegs und triffst dich viel mit Redakteuren? Ich versuche möglichst viel Freiraum zu haben. Ich nehme mir jedes Jahr vor, diesmal mache ich gar keine Termine, das geht dann nicht. Es sind ja auch heute die deutschen Meisterschaften, morgen die Weltmeisterschaften in Carcassonne. Das klappt einfach nicht. Aber ich versuche natürlich möglichst viele Freiräume zu haben, habe auch so ein paar Sachen spielen oder anspielen können oder abends mal. Aber das meiste passiert dann natürlich auch nach der Messe, dass ich was spiele. Sonst von Highlights würde ich ja sagen, von denen, die ich gespielt habe in den letzten Tagen, gefiel jetzt mir persönlich das Dog-Kartenspiel am besten. Aber das heißt, ihr seid beide schon auch Autoren, die gucken, was andere Autoren machen. Weil es gibt ja auch Autoren, die sagen, nee, auch davon halten wir uns bewusst fern und wir wollen unser Ding so machen. Aber ihr guckt quasi Input. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle an alle. Nochmal den Hinweis, ihr könnt das später im Internet anschauen, zum einen auf YouTube, dem YouTube-Kanal der Spielerautorenzunft, dann wahrscheinlich auch auf dem YouTube-Kanal von zuspieler.de. Und wenn ihr jetzt ganz fleißig vorher Funkenschlag Deluxe gekauft habt und Carcassonne und Carcassonne Goldrausch, dann könnt ihr euch das jetzt auch noch gerne signieren lassen, wenn ihr möchtet. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Messe, viel Spaß beim Spielen und wir sehen uns dann wahrscheinlich nächstes Jahr wieder. Bis dahin, tschüss. Schwierig zu sagen, also Uwe, so ein bisschen mal, um in diesem landwirtschaftlichen Bereich zu bleiben, so der Wiederkäuer von uns beiden. Er hat so einen Mechanismus, den kaut er, dann wird er geschluckt und dann wird er wieder irgendwann nach oben gebracht, angereichert mit Neuem und dann nochmals der kaut. Bei mir ist es eher so ein bisschen, dass mich das nicht wirklich reizt, immer am Gleichen dran zu bleiben. Also ich bin dann irgendwann auch zufrieden mit dem Spiel und dann muss das Nächste aus mir raus. Also eher wie der Vogel, der was frisst und dann muss es aber schnell wieder raus, damit man weiterfliegen kann.